Die junge Frau aus Cham war wohl schon tot, als sie im Kofferraum ihres Autos in die Tiefgarage eines Regensburger Baumarktes gebracht wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Gewalttat im Haus des 55-jährigen mutmaßlichen Täters im Landkreis Schwandorf abgespielt haben dürfte, wie die Staatsanwaltschaft in Regensburg bestätigt. Dem Haftbefehl liegt die Annahme zugrunde, dass die Geschädigte im Haus des Beschuldigten getötet wurde. In diesem Haus wurden auch Blutspuren gesichert. Der mutmaßliche Täter, mit dem sie in dem Haus bis zur Trennung vor wenigen Wochen zusammengelebt haben soll, bestreitet die Tat. Beide waren Arbeitskollegen bei der städtischen Bestattung in Regensburg. Die Ermittler prüfen jetzt intensiv, ob der Mann aus Eifersucht gehandelt haben könnte. Der 55-Jährige sitzt weiter wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.